tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo mein Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. Nach den ganzen harten Brocken der letzten Wochen gibt es heute mal wieder etwas Kleineres. Heute stelle ich euch mein Dictree vor. Dictree ist die Weiterentwicklung von Dicta und hat wie dieses einen Monobodentyp, wodurch es eine Schwäche gegen Wasser, Pflanze und Eis, eine Resistenz gegen Gestein und Gift sowie eine Immunität gegen Elektroattacken hat. Dictrees Statuswerte sind auf den ersten Blick alles andere als überzeugend und sind vor allem für ein Boden-Pokémon eher untypisch, da diese normalerweise eher langsam und bulky sind. Dictree ist vom guten Bulk etwa so weit weg wie die Erde vom Mond und ist dafür das schnellste Boden-Pokémon im Spiel. Und genau das müssen wir ausnutzen. Da Dictree noch ein halbwegs brauchbarer Angriffswert und defensive EV hier auf jeden Fall fehlinvestiert sind, setzen wir die EV komplett auf Angriff und Initiative und nutzen ein frohes Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Item spielt man auf Dictree ein Walband, um seinen Angriffswert auf ein passables Level zu erhöhen. Demnach benutzt man auch 4 Angriffsattacken. Erdbeben ist offensichtlich der Hauptangriff in diesem Set. Steinhagel gibt Dictree Coverage. Tiefschlag gibt ihm eine Möglichkeit, Gegner zu überholen, die noch schneller sind als er selbst, und Dunkelklaue ist hier lediglich in diesem Set, weil ich keine bessere Alternative habe und ich mich in einigen Situationen nicht auf einen Tiefschlag locken will. Der große Clou an Dictree ist allerdings seine Fähigkeit. Ausweglos. Diese hindert gegnerische Pokémon daran auszuwechseln, sofern sie keinen Geist- oder Flugtyp oder die Fähigkeit Schwebe, Ausweglos oder Wegsperre haben. Das macht Dictree zu einem ultimativen Revenge-Killer, denn wann immer euer Gegner eines eurer Pokémon K.O. setzt, könnt ihr Dictree reinwerfen und den Gegner gezielt außer Gefecht setzen, ohne dass dieser auswechseln kann. Durch seine enorme Initiative kann es fast jeden Gegner überholen. Erdbeben ist hier fast immer die Attacke eurer Wahl, da ihr Dictree meist sowieso nur in den Kampf bringt, wenn ihr es effektiv nutzen könnt. Da euer Gegner dank Ausweglos nicht wechseln kann, müsst ihr auch nicht befürchten, dass euer Gegner auf ein Flug-Pokémon wechselt. Dictree muss lediglich aufpassen, wenn schnellere Pokémon vor ihm stehen. Hierbei muss man allerdings auch wieder unterscheiden, ob man das Pokémon mit einem Tiefschlag killen kann oder nicht. Psycho-Pokémon wie Simsala sind kein Problem, da ein Walband verstärkter Tiefschlag ausreicht, um es K.O. zu setzen, sofern es keinen Fokusgurt hat. Flug-Pokémon hingegen sind kein gutes Matchup für Dictree. Er hat zwar auch den Steinhagel, gegen diese allerdings können diese auch jederzeit auswechseln und es gibt auch genug Flug-Pokémon, die Dictree überholen können. Das wären Fiaro, Megataubos, Schwalbos, Aerodactyl, Boreos, Tiergeistform, X-Bad und Uhafnir. Da Dictrees Verteidigungswerte unterdurchschnittlich sind, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es keine Attacke überleben wird. Versucht Dictree so lange am Leben zu halten, bis ihr alles aus dem Weg geräumt habt, was ihr aus dem Weg räumen wollt, und ihr solltet mit ihm ein sehr nützliches Pokémon für euer Team haben. Als Teamoption eignet sich prinzipiell alles, was eine Schwäche gegen Pokémon hat, die Dictree mit Erdbeben aus dem Weg räumen kann. Einzelne Pokémon lassen sich hier schwer nennen, da dies auf fast alle Pokémon zutrifft. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Dictree. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. We'll be right back.